Also, ihr nehmt jetzt einen Kartoffelstampfer, nachdem ihr das Ganze durchgerührt habt, und könnt richtig rumgatschen. Wo müsst ihr das mal finden, den Kartoffelstampfer? Nimm doch einfach den hier. Ich schmeiß ihn mal runter. Ach, Junge, Junge. Lapskaus! Hallo! Ja. Hi! Und willkommen zu diesem neuen Kochvideo. Ja, wir wollen was kochen. Genau. In dem Kochvideo. Und zwar Lapskaus! Veganisiert. Eigentlich ist das ja mit Fisch und so. Ich glaube ja. Ich glaube auch. Wir machen das vegan. Mit Fisch und Speck und so weiter normalerweise. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt hat ja schon einer darum gebeten, das als Kochvideo zu kriegen. Also, bitteschön. Ja, wir haben hier schon einiges vorbereitet. Es ist in diesem Fall eine kleine Variation, denn wir machen diesmal noch ein bisschen rote Beete auf dem Boden. Denn wir machen diesmal noch ein bisschen Lauch und Kürbis dazu, das haben wir bisher nicht gemacht. Aber das könnt ihr auch. Ein paar Pilze kommen noch da rein. Genau, selber entscheiden, wie ihr das zusammenstellt. Schaut. Und auch von den Mengen her, wie viel ihr nehmt. Wir haben jetzt ziemlich relativ wenig rote Beete auch. Also könnt ihr auch, wenn ihr das zu Hause macht, ein bisschen mehr nehmen. Und wieder mal, weil wir halt das hier als Tagesgericht kochen, ist es eine ziemlich große Menge. Also einfach runterbrechen. Durch fünf teilen oder so. Wie viele haben wir jetzt überhaupt? Wir haben irgendwie ungefähr 1,5 Kilo, 2 Kilo Kartoffeln oder so. Ich weiß nicht, für 4 Portionen. 1,5 Kilo sind das okay. Für 4 Portionen sollte eigentlich, weiß ich, so 900 Gramm vielleicht reichen. Ungefähr. Ja. Genau, als erstes werden wir jetzt erstmal die Kartoffeln schälen, rote Beete schälen, dann die Zwiebeln schälen. Zwiebeln schälen und im Grunde schneiden. Alles. Im Grunde alles in kleine Würfel schneiden, also wirklich in, ja, werdet ihr ja sehen, wirklich ganz kleine, halb Zentimeter große Würfel. Ja, genau. Vom Anfang. Also legen wir mal los. Ab geht's. Hey, mein Sparschäler! Ich hasse diesen Sparschäler. Ich hasse den auch. Wieso habe ich den nicht einfach 2 gekauft? Okay. Also wir schälen zuerst die rote Beete. Ich schäle zuerst die rote Beete. Du kannst ja schon mal mit Kartoffeln anfangen. Okay. So, ich habe jetzt hier schon mal die rote Beete klein geschnitten in Würfel. In kleine Würfel halt, so ungefähr. Muss nicht unbedingt alles gleich groß sein, aber so ungefähr. Ja, die werden wir jetzt kurz andünsten, weil die halt sozusagen zum Schluss zum Lapskaus dazukommen und so lange könnt ihr schon mal ein bisschen durchziehen. Aber ich glaube, wenn irgendwer von euch so ein bisschen auf Rohkost steht, könntet ihr auch einfach zum Schluss so mit reingeben, denn das ist zwar ein bisschen knackiger und ein bisschen bissfester. Könnte man auch machen, ja. Oder ihr könnt auch einfach eine grobe Raspel nehmen und die so roh reinraspeln. Das geht auch. Ja, und ich schäle dir noch die Kartoffeln. Ja, schäle mal. Ich brauche noch ein bisschen. Gut machst du das. Ja. Hi. So, was machst du jetzt? Ich schwitze rote Beete an. Einzeln. Nein, das nicht. Jedes Korn einzeln. Muss man da auf irgendwas achten? Nö. Einfach in die Pfanne und fertig. Einfach in die Pfanne ein bisschen anschwitzen. Ihr könnt auch das Ganze auch einfach in ganz wenig Wasser kurz köcheln sozusagen. Ist im Endeffekt euch überlassen, mache ich jetzt einfach so. Ich schütze es jetzt quasi ganz kurz an und dann gieße ich das mit Brühe auf. Jetzt ein kleiner Schluck Brühe drauf. Einen kleinen Spuck. Einen kleinen Spuck Brühe. Spuckt in die Brühe. Das lasse ich jetzt einmal aufkochen. Dann mache ich quasi einen Topfdeckel, weil wir keinen anderen Deckel haben, oben drauf. Und mache den Herd aus. Und dann. Dann ist es fertig. Dann ist es fertig, genau. Jetzt gefüttelt dauert das ja auch nicht allzu lange. Achso, ich meine, habe ich mich nicht gefüttelt. Nein? Ja. Oh. Einmal mit Fachpersonal arbeiten. Das ist ein Laden hier. Mann, Mann, Mann. Also die Kartoffeln könnt ihr einfach fütteln. Ihr müsst nicht in kleine Würfel schneiden. Wenn ihr Lust habt zu schneiden, könnt ihr es natürlich machen. Dann geht es auf jeden Fall auch schneller. Also vom Kochen her, ja. Vom Kochen her geht es ja. Das, ja, man braucht weniger Energie. Halt. Weniger Strom zum Kochen. Weil das ist sparsamer. So, das genau wollte ich sagen. Dankeschön. Die Zwiebeln werden auch in feine Würfel geschnitten. Damit es nachher einfach. Ihr könnt es natürlich auch rüber schneiden. Aber die meisten Leute wollen immer nur kleine Zwiebeln haben und die kaum merken lassen. Deswegen schneide ich die jetzt klein. Meine Augen brennen. Ein bisschen.
Aber das alles so traurig ist. Achso. Ist das nicht traurig oder was? Doch. Bin ich nämlich auch. Total traurig. Der laufst du da mit dem Kürbis rein, ja, ne? Ich rede mehr mit dir. Matthias, was ist mit dem Lauch? Matthias weint. Tut mir leid. Also traurig. den Lauch habe ich jetzt halbiert und gewaschen quasi. Und ich würde ihn jetzt quasi nochmal halbieren. Also vierteln. Also vierteln. Genau, vielen Dank für die Übersetzung. Und dann einfach in möglichst dünne Streifen schneiden. Dafür braucht ihr am besten ein sehr scharfes Messer. Ja, geht aber noch ein bisschen feiner, ne? Möglichst fein, hast du gesagt. Ist er möglichst fein? Möglichst fein, das sind die doch, das sind doch. Das sind 3 mm, das reicht ja wohl. Hallo, kritisierst du hier meine Arbeit oder was? Ja. Hab ich mich zum Bein gebracht. Vom Lauch muss ich jetzt gleich noch rein. War geil. So, die Flüssigkeit ist auch fast. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Verkocht? Achso. Ein bisschen Flüssigkeit ist noch drin. Ja, die werden wir nachher auch mit reingeben ins Leibskraus, denke ich mal. Jo. Das ist echt nicht viel. Und jetzt stellen wir erstmal jetzt irgendwo hin zum Abkühlen. Ja, was wir noch nicht erwähnt haben, im Leibskraus sind natürlich auch Gewürzgurken drin. Oh. Oder auch nicht. Wenn man nämlich das Lachs nicht aufkriegt. Ja, tut mir leid. Kennst du den Witz von dem Mann, der das Lachs nicht aufkriegt? Lassen wir. Nee, erzähl mal. Weil ich muss vielleicht ein bisschen enger schnüren. Hat nichts gebracht. Ja. Ah. Ist aufgegangen. Das Glas ist aufgegangen. Die Gurken stehen am Prange. Ich schneid sie jetzt fein klein. Die Gewürzgurken schneide ich jetzt auch einfach so in etwas gröbere Würfel. Also, ja, so Würfelstückchen. Ich habe hier ein kleines bisschen Öl in den Topf gegeben. Wunderschön. Das muss jetzt noch ein bisschen heiß werden, glaube ich. Ist schon heiß. Ist schon heiß. Hinein damit! So, jetzt versuchen wir mal hier auch schon dazu geben, dass er ein bisschen angebraten wird und eine schöne Farbe bekommt. Hinein damit! So, das schützen wir jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten an. Ja, das kann dann richtig schöne Farbe bekommen. Nur ich komme mal Rest herum und das schmeckt dann im Gesamten nachher schöner. Schöner. Leckerer. Vollmundiger. Da kann ruhig so ein bisschen Ansatz kommen. Den müsst ihr aber abkratzen. Es darf nicht schwarz werden. Wenn es so ein bisschen hellbraun ist, ist alles cool. Jetzt mischen wir das Ganze mit ein bisschen Gemüsebrühe ab. Hier sind jetzt 1,5 Liter drin, das ist viel zu viel. Wir nehmen einfach nur so einen. Nein, erstmal. Einen halben Liter. Einen halben, dreiviertel Liter so. So, die Kartoffeln gießen wir mal ab. Die hat Matthias übrigens in Wasser eingelegt, damit die nicht grau werden oder braun werden. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder von Oma zu Hause, oder? Ich kenne das nicht von Oma zu Hause. Echt nicht? Nö. Hast du denn für eine Oma gehabt? Nein, Quatsch. Eine, die ihre Kartoffeln nicht ins Wasser gelegt hat. So, das Ganze jetzt mit einem Deckel drauf für ungefähr 15 Minuten gekocht. In der Zwischenzeit können wir jetzt was machen? Ja, alles Mögliche. Aufräumen, putzen, sauber machen. Ich muss weg. Hallo! Arbeite! Rutsch, rutsch. Putz für mich. So, das Ganze hat jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde gekocht ungefähr. Mhm. Erst mit Deckel, dann ein bisschen ohne. Wir haben ein bisschen zu viel Flüssigkeit reingegeben, also macht da lieber ein bisschen weniger Flüssigkeit rein, weil ihr könnt später noch was nachgeben. Sonst wird es nachher zu weich, zu flüssig, zu gatschig. Und wir haben vergessen, die Lorbeerblätter mit reinzugeben. Ist natürlich auch wichtig für den Geschmack. Haben wir jetzt im Nachgang einfach nochmal fix reingeworfen. Jetzt sammeln wir die raus. Wie ihr seht. Also da könnt ihr ruhig
je nach Menge so ein bis zwei. Also wenn ihr weniger macht für vier Personen, reichen glaube ich zwei Lorbeerblätter. Das sollte funktionieren dann. Und wir geben jetzt noch ein bisschen Lauch und ein bisschen Kürbis dazu. Ihr könnt halt auch, was kann man noch dazu machen? Anderes Gemüse. Pastinake. Kohlrabi vielleicht auch. Vielleicht auch Kohlrabi. Ja. Also das wäre jetzt wirklich die normale Variante, wäre jetzt, wenn ihr Kartoffeln jetzt so lassen würdet. Und jetzt mit Lauch und Kürbis ist halt eine Spezialvariante. Genau. Jetzt muss noch ein bisschen, ja. Wir können auch einfach ein bisschen mehr rote Beete reingeben. Und den Kürbis dafür weglassen. Oder wenn ihr Bock habt, einfach anderes Gemüse zuwerfen. Je nach Geschmack. So, das kommt hier jetzt zu. Und dann brauchen wir noch ein bisschen... ein bisschen Flüssigkeit. Wir haben hier uns Gemüse von gekocht. Aber Gemüsebrühe, da hat Heiner bestimmt auch schon ein Video gemacht. Ja. Schaut da einfach rein. Verlinke ich. Also es gibt einfach einen schöneren Geschmack mit frisch gekochter Gemüsebrühe. Und das lassen wir jetzt noch so 5 bis 10 Minuten irgendwas dazwischen ziehen, damit der Kürbis noch ein bisschen durchgeht. Die Jute, nimm einen Löffel raus. Ne Löffel raus, Löffel raus. Jo, dann ist das jetzt fertig. Das könnt ihr halt auch schon vorher machen. Beim Anschwitzen. Zum Ende des Anschwitzens noch ein bisschen Knoblauch dazugeben. Aufpassen, der verbrennt leicht. Aber ja, war früher Morgen, haben wir nicht so dran gedacht. Geben wir jetzt einfach einen Nachgang rein, ist auch nicht so schlimm. Der entfaltet ja sein Aroma trotzdem noch. So, dann würzen wir das Ganze jetzt sowieso noch ab. Salz. Aufpassen, wenn ihr sowieso schon ein bisschen Salz beim Kochen reingegeben habt. Was auch ganz gut ist, damit die Kartoffel und der ganze andere Kram nicht auslaugt. Nicht so viel nachwürzen. Dann geben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Muskat dazu. Einen Löffel gebe ich jetzt, also einen Teelöffel gebe ich jetzt erstmal auf die Menge, vielleicht so anderthalb. Ein Teelöffel Paprika und es steht ein bisschen auf Piment. Da müssen die Leute jetzt leider auch durch. Wirklich nur so ein Drittel ungefähr vom Teelöffel. Dann ein kleines bisschen Pfeffer, ein bisschen Chili noch, also auch nur ein Viertel vom Teelöffel. Je nachdem, was für ein scharfes Chili ihr habt, so, das ist ziemlich scharf. Jo, und dann könnt ihr gerne noch 100 Gramm Butter mit dazugeben. Butter? Ja, Margarine, pflanzliche Margarine. Ich sag Butter, weil für mich ist das die Butter. Senf kommt auch noch dazu. Da können wir ruhig so 2 Esslöffel von reingeben. Noch ein kleines bisschen von dem Gewürzgurkenkorn. Nicht so viel, vielleicht so, auch nicht, so einen kleinen Spritzer. Das Ganze vermengen wir jetzt und hauen das dann durch eine Presse oder ihr könnt es mit der Hand stampfen, aber es ist ein bisschen heiß. Eine Presse ist glaube ich auch nicht so praktisch wegen dem... Achso, wegen dem Tofu, ja genau. Ja. Ne, eine Presse ist wirklich doof. Also, ihr nehmt jetzt einen Kartoffelstampfer, nachdem ihr das Ganze durchgerührt habt. Wo müsst ihr das mal finden, den Kartoffelstampfer? Nimm doch einfach den hier. Ich schmeiß ihn mal runter. Ach, Junge, Junge. Man nehme einen Kartoffelstampfer. Und jetzt so richtig schön. Ganz schön, ganz schön. Pampe. Wir wollten ja die Flüssigkeit mit dazugeben. Allerdings ist es jetzt schon ziemlich flüssig. Wenn wir jetzt noch die Flüssigkeit von der roten Beete dazugeben würden, würde es wahrscheinlich zu matschig werden. Also vielleicht ein Tipp für euch. Nehmt wirklich beim Kochen nachher einfach weniger Flüssigkeit oder lasst die ganze Flüssigkeit rauskochen. Und dann fangt an zu matschen und gebt dann nochmal Flüssigkeit nach, wenn es zu fest wird bei euch. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ja, nicht so schlimm. Wenn wir die jetzt weglassen, ist die Konsistenz auf jeden Fall genau richtig. Deswegen habe ich jetzt einfach hier durch ein Sieb gegeben und... Die rote Beete und die Gewürzgurken sind das jetzt. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Mmh. Ist halt Lapskaus, ne? Sieht ein bisschen aus wie... Matschepampe halt. Ja. So ein Kartoffelbrei mit Einlage. Halt vegane Pampe. Eklig. Kann man nicht essen, sowas. So, und wenn ihr das dann gut durchgerührt habt, dann nehmt ihr euch einfach einen Löffel zur Hand und probiert das Ganze mal.
Mhm. Ich würde vielleicht noch ein kleines bisschen Chili nachgeben. Und noch eine ganz kleine Prise Salz. Also ich würze das Ganze jetzt noch mal ein bisschen nach. Mhm. Ja. Hallo. Um mal deinen, um auch bei deinen Videos zu bleiben. Der muss ich auch mitmachen. Okay. Ja, reicht jetzt. Okay, dann richten wir das Ganze mal an. Juhu! Wir sind nämlich fertig damit. Ja! Sehr, sehr lecker. Lapskaus. Hunger! Wir haben Hunger! Ja, dann viel Spaß bei diesem schönen Rezept. So sieht das Ganze aus. Genau. Sieht auch ganz gut aus, glaube ich. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit und so weiter und so fort. Lass es euch schmecken. Wir hauen uns das jetzt rein, oder? Wir hauen uns jetzt eine rein. Wir essen jetzt von diesem schönen Teller für zwei. Oh. Ich muss weg. Fang jetzt schon mal an. Ich hab Hunger. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das unten rein. Genau. Beantworten wir eh nicht. Und schaut mal auf dem Grüne Kombüse-Kanal vorbei, da gibt es auf jeden Fall wieder einiges an lustigen Quatschvideos und so weiter. Ja. Wenn nicht, kommt auf jeden Fall was nach. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.